Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Densha. So, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt damit, dass wir das nochmal versuchen mit dem Melon Splitting. Und diesmal versuchen wir, ein gewisses System einzuhalten. Wir versuchen einfach mal nur auf die Ausrufezeichen, auf die Angaben mit Ausrufezeichen zu achten. Probieren wir es mal. Okay, schauen wir mal. Hoffentlich kann ich mich so gut konzentrieren. Okay. So. Nein, das nicht. Oh, jetzt hätte ich es fast schon wieder gemacht. Oh. Nein. Da höre ich nicht drauf. Left, down. Left, down. Na? Left, down. Diesmal kriegen wir viel mehr Anweisungen mit Ausrufezeichen. Das finde ich gut. Immer Ausrufezeichen. Na, das nicht, nein. Das ist ja auch direkt die entgegengesetzte Richtung. Wir sollen immer left down machen eigentlich. Und wir sollen irgendwie, glaube ich, zurückgeschickt werden durch das Fragezeichen. Das ist böse. Es geht immer weiter nach unten links. Okay, weiter. Wahrscheinlich müssen wir so 1 Milliarde Pixel weit schaffen. Das wäre ja... Ah, aber jetzt schon down. Down. Und... Na? Nein. Vielleicht könnten wir sogar das Gegenteil machen, aber ich weiß es nicht. Wir sollten einfach auf denjenigen hören, der klare Aussagen macht. Mann, oh Mann. Da will uns aber jemand ärgern. Na? Okay. Weiter nach unten. Zwischendurch sind so lange Pausen, voll seltsam. Das ist auch nicht so einfach hier. Alles schwarz, man hat nichts, woran man sich orientieren kann. Nein, ich falle nicht drauf rein. Ich hoffe, das ist richtig, wie wir das machen. Das wäre sonst sehr ärgerlich. Ah, ich bin mit meinem Fuß gegen etwas gestoßen. Da ist die Schrift ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Ja! Ja, wir haben sie! Watermelon Splitting hat funktioniert. Sehr gut. Oh ja, da kommt rote Flüssigkeit aus dem Schnitt raus. Da scheint etwas im Inneren. Oh, ah, wir haben einen Silberkreuzschlüssel. Das ist bestimmt einer der beiden Schlüssel, den wir brauchen für diese Tür vom Anfang. Okay. Oh, der sieht aber ulkig aus. Da links sieht man ja ganz klein die verschiedenen Items, die wir eingesammelt haben. Okay. Sie haben uns quasi hier durch die Weiße einfach geführt. Okay. Vielleicht sollten wir sie noch einmal ansprechen. Oh nein, das ist so gruselig, wenn das passiert. Okay. Er sagt nur, dass der Sommer gut riecht. Dann turnen wir mal. Hier sind wir wieder in der Zwischenwelt. Ich weiß nicht, ob er nochmal uns etwas gibt. Ah, gut getrennt. Also gut. Gut, getrennt. Oh Mann, heute habe ich ein echtes Wortfindungsproblem irgendwie. Machen wir mal so. Aha, da wären wir jetzt wieder hier. Müssen wir mal gucken. Hier ist ja die Tür irgendwie so heiß. Die möchte er nicht öffnen. Okay. Gucken wir mal kurz, was passiert, wenn wir den Schlüssel da benutzen. Beziehungsweise vielleicht geht es auch noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja doch, der Schlüssel passt. Ich brauche einen weiteren Schlüssel. Aha. Wir haben noch eine Perle und... Ah, Sekunde, vielleicht können wir mit dem Messer, das haben wir ja gerade erst gekriegt, hier die Pflanzen wegmachen. Das Gras ist im Weg. Ja, weggeschnitten mit der Natter oder dem Natter, ich weiß es gar nicht so genau. Okay, dann holen wir uns mal das Treppchen und drehen mal wieder die Zahlen. Ich finde, das ist der beste Teil von dem Spiel. Ich liebe es, Zahlen zu drehen und zu gucken, wo man landet. Das ist echt super. Oh, jetzt haben wir aber einen weiten Weg. Den müssen wir gleich mit der Treppe machen. Da schleicht er dann immer ein bisschen. So, die nehmen wir mit. Aber eigentlich läuft er auch trotzdem recht schnell. Oh, ich bin ja gespannt, weil da links kommen ja noch einige Waggons. Und dann gibt es noch die Zwischenweltwaggons und so. Ist schon alles sehr mysteriös. Aber womit könnten wir denn durch diese heiße Tür durchkommen, frage ich mich. Ach nee, hier noch nicht. Ich wollte hier schon hin. Ach nee, jetzt kommt ja erst noch der Moskitobaum. Und dann haben wir aber den richtigen Raum. Hier. Ja. Mal schauen. Ja,
Hier positionieren. Und hoch da. Hui, okay, ich drehe erstmal. Ah, okay, hier kommen wir in die Zwischenwelt. Ach ja. Okay, dann werde ich nochmal flippen. Oh, das ist ja boring. Ich will nicht hierher. Gibt's hier nichts Cooles? Langweilig. Das ist ja doof. Okay, Sekunde. Dann sind wir wieder hier. Komm durcheinander. So, jetzt sind wir wieder hier. Was wäre denn, wenn wir die mal mitnehmen? So, wir haben die Dreierplatte und setzen stattdessen einfach mal die Keyplate ein. Oh. Hier ist einfach nur ein Wald. Das ist ja krass. Ist hier irgendwas? Das ist seltsam. Oh, oh, was war das? Wir haben gelbe Blumen erhalten. Okay. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir die Keyplate überall positionieren könnten und was anderes erhalten. Das ist die Frage. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Und wenn wir flippen, sind wir hier? Okay, wir removen sie mal und machen jetzt wieder die drei ran. Aha. Ist ja interessant. Okay, was könnten wir jetzt mit gelben Blumen machen? Würde sich irgendjemand über gelbe Blumen freuen? Mir fällt jetzt gerade. Ah, wieso du nicht sehen kannst, weil es nichts zu sehen gibt? Ach nee, das hatten wir schon gehört, genau. Wir können ja irgendwie nicht rausschauen. Okay, wir nehmen einfach mal die Treppe wieder mit. So, ja, ich weiß nicht, ob sie sich darüber freut. Da kommen wir ja sowieso nicht ran. Das hatte ja leider nicht funktioniert. Wir könnten hier nochmal ausprobieren, was passiert, wenn wir stattdessen die Keyplatte positionieren. Aber ich will einmal kurz gucken, ob sie die Blumen toll findet. Hier. Nö. Nee, das muss ja irgendeinen anderen Zweck haben, die Blumen. Aber vielleicht mag der in der Zwischenwelt die Blumen. Vielleicht riechen die nach Sommer. Er findet ja den Sommer so toll. Ich werde es mal einmal probieren. Ich gehe mal in die Zwischenwelt. Gucken wir mal, was er sagt. Nee, gut geteilt, sagt er nur. Und er redet nur von seiner Elektrizität, die er so toll findet. Alles klar, dann werden wir. Ah, hier ist ja noch dieser seltsame Ort. Was ist eigentlich, wenn ich hier jetzt nach. Ach so. Das ist einfach nur eine andere Version davon, ohne Butter. Oh, das ist irgendwie gruselig, ich weiß auch nicht. Okay, wir gehen wieder hoch. Und wenn ich jetzt flippe? Ah, sind wir hier, okay. Und ich flippe? Genau, dann sind wir wieder in der Butterwelt. Ich werde die mal entfernen und werde mal die Keyplatte ranmachen und mal gucken, ob irgendwas geschieht. Irgendwie nicht. Achso, dann werden wir wieder. Ah, nee, okay, wir kommen immer nur in den Wald. Alles klar. Okay, gut zu wissen. Das wollte ich nur wissen. Das war ja nun wichtig. Dann entfernen wir die wieder und werden wieder die 6 dran machen. Genau. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, wofür die Blumen gut sind. Mal überlegen, wer würde sich über Blumen freuen? Und wieso nehme ich jetzt die Treppe eigentlich wieder mit? Gute Frage. Hä? War da schon länger keiner mehr, der bedient? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Sekunde. Ich stell die mal hin. War das echt? Ja, doch, stimmt, war weg. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Okay, dann halt nicht. Wer war hier noch? Ach so, weiter kommen wir ja auch schon gar nicht mehr, ne? Die Blumen werden ja wohl nichts damit zu tun haben. Eher nicht. Dann werden wir mal hier raufgehen. Flippen wir mal. Ach ja, kommen wir jetzt da ran vielleicht? Nee, anscheinend leider noch nicht. Wie cool, das ist wirklich dann die andere Version einfach des gleichen Raumes, die dann die andere Version ersetzt. Scary irgendwie, aber cool. So, also wieder hoch. Und dann machen wir nochmal Flip. Und dann machen wir jetzt auch nochmal Turn.
Ah, das hier müsste jetzt die Version sein, wo der Koch da steht, ne? Kann er mir nicht den Pott einfach geben? Ah, du hast Butter gefunden und eine Menge. Könntest du es für mich hierher bringen? Ah, er hat uns den Pott gegeben und eine Ladle. Was zur Hölle ist eine Ladle? Ach, ein Löffel. Eine Kelle, bestimmt eine Kelle. Ah. Okay. Oh. Ah. Es fügt sich. Sekunde, kann ich denn dann jetzt hier nach links? Ach so, nee, das ist jetzt die heiße Tür. Schade. Na gut. Ja, dann holen wir doch die Butter. Wunderbar. Es klappt, es klappt, es klappt. Wir kommen voran. Reicht jetzt ein Berg? Ich muss diese Butter nehmen. Der Pott ist voller Butter jetzt. Habe Butter. Ich hörte mir das Radio an, während ich in ein Kinderbuch schaute. Mein liebstes Kinderbuch. Es wurde mir von meinem Großvater gegeben. Der Hauptdarsteller war ein schlauer indianischer Junge. Ich kannte die Worte nicht, aber ich verstand die Geschichte aufgrund der Bilder. Das Radio sprach über das Land, das dieses Buch kreiert hatte. Sie redeten und redeten, ich wollte gerade laberten sagen. Diese wunderschönen Perlen wurden zurückgebracht aus dem Süden, vom Vater. Zuerst gehörten sie meiner Mutter. Dann legte sie Vater um meinen Hals. Er meinte, ich solle sie nehmen für wenn ich eine Frau werde, also eine Ehefrau. Aber ich habe hier eine Perle. Will sie das nicht haben? Okay, es ist überall irgendwie das gleiche Mädchen und es muss irgendwie lange her sein, weil es war Krieg in Japan und wo muss ich hin? Hier lang. Und es gab zum ersten Mal einen Fernseher, der in Schwarz-Weiß war. Ah, das ist Butter. Jetzt glaube ich. Vielen Dank, du bist ein Lebensretter. Die Butter überreicht. Jetzt kann ich endlich meine butterigen Omelettes machen, die so berühmt sind. Ah, einst ging ich mit meinem Onkel in diese Cafeteria. Hier wurde ich eine Bedienung. Der Shop hatte ganz verschiedenartige Gäste. Er war einer von den regelmäßigen Kunden. Er liebte Omelettes mit Tonnen von Butter. Aber in Wahrheit kam er nicht nur in den Shop wegen der Omelettes. Das erkannte ich schon sehr bald. Aha, ist das etwa, wie du deinen Mann oder so kennengelernt hast? Die Stadt wurde immer beschäftigter. Mehr Gebäude, mehr Menschen. Wir wurden weggeschwemmt von schnellen Strömungen. Aha, okay. Ich habe immer noch Blumen. Willst du meine Blumen? Anscheinend nicht. Ah, ach ja, die Tür ist heiß. Wir haben immer noch nur einen Schlüssel. Eigentlich hat sich gar nichts verändert, fällt mir gerade so auf. Aber vielleicht sollten wir noch mal das umdrehen. Ach nee, dann sind wir ja hier. Ja, deren Aufmerksamkeit können wir irgendwie nicht erhaschen, leider. Das ist schade. Ja, das habe ich eben falsch gedreht. Sekunde, wie war denn das jetzt? Ich muss zweimal turnen, glaube ich. Ach so, ich gucke noch einmal, ob Sie hier was Neues sagen. Das kann ja sein, weil sich die Dinge ein bisschen verändert haben. Wir haben noch mehr über diese mysteriöse Person erfahren, aber leider nein. Gibt nichts Neues. Ach ja, dieser Ort hier, der ist auch gruselig. Oh, diesmal hat das geschafft. Wie hat er denn das jetzt geschafft? Ernsthaft jetzt mal. Naja, wir haben jetzt einen Schraubenzieher. Nee, eine Schraube. Wir haben eine Schraube? Was bringt uns denn eine Schraube? Als ich die Mittelschule verließ, begann ich, in der Factory zu arbeiten. Also in einem großen Factory halt. Ah, die Dinge, die wir dort produzierten, wurden verkauft an die Soldaten. Diese blauäugigen Soldaten. Jene, die vor ein paar Jahren. Coward, ich werde eine Anmerkung machen. Ich arbeitete, so hart ich konnte. Wenn ich das tat, dann würde ich irgendwann an einem besseren Ort enden. Das war es, was ich glaubte. Aha. Meine Umstände waren nicht unnormal, da bin ich mir sicher. Was konnte geboren werden aus einem goldenen Ei? Aha.
Okay, also diese Person war auf jeden Fall gezwungen gewesen, in einer, wie heißt denn das? Nicht eine Firma, viel, viel größer. Wie heißt das denn? Ich komme einfach nicht drauf. Ein großer Factory halt. Okay, die ist immer noch heiß. Aber wir haben eine Schraube. Was können wir mit der Schraube jetzt machen? Gehe ich hier hoch? Ich glaube, ich werde es mal drehen. Und nochmal. Ach nee, dann sind wir ja hier. Aha. Eine Schraube, eine Schraube. Ach, jetzt kommen wir. Ach ja. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Orte, wo die rote Person ist, sind sowas wie gelöst, würde ich vielleicht sagen. Hier leider noch nicht, genau. Hier haben wir auch die rote Person. Eine Schraube. Eine Schraube, Schraube, Schraube. Tja, hier ist eigentlich halt. Oh! Oh, rote Blumen. Jetzt haben wir auch noch rote Blumen. Jetzt kann ich die Natter nicht mehr benutzen. Ah! Meine erste Erinnerung ist die, dass ich durch einen nassen, feuchten Wald laufe. Als ich meine liebsten roten Blumen fand, war das einfach der beste Moment des Tages. Mein Vater lebte im Süden und hatte dort seine Arbeit. Anscheinend hatte er die Arbeit meines Großvaters geerbt und arbeitete hart, um das weiter zu verbreiten. Wahrscheinlich so. Die hatten irgendein Unternehmen. Ich ging, um Schiffe zu sehen, wie sie in den Hafen einliefen, wo Vater mich oft hingebracht hatte. Und ich hörte, dass diese Schiffe von weit auf der anderen Seite des Meeres kamen. Aus meinem wahren Heimatland. Aha. Aus meinem wahren Heimatland? Alles klar, das ist jetzt verwirrend. Jetzt haben wir also noch mehr Blumen. Okay. Schwarze Spiralen. Ja, dann haben wir ja jetzt eine ganze Menge geschafft. Dann weiß ich gar nicht, wo könnte denn das nächste sein? Dann hat das wahrscheinlich nochmal was mit der Zwischenwelt zu tun. Da sollten wir uns nochmal die Treppe auf jeden Fall holen. Die ist hier drüben. Wir könnten auch die Leute nochmal hierher rufen. Müssen wir mal schauen. Ich würde ja auch gerne nochmal hier den anderen Essenssaal. Wie ging das denn nochmal? Jetzt flippen, oder? Nee, dann kommen wir hier hin. Wie ging das denn? Nein! Ich will in den anderen Essenssaal. Ist das hier der andere? Ja, das ist der andere. Aber hier ist auch die rote Person. Genau. Na gut, wir müssen auch erstmal aufhören. Also, ich finde das Spiel echt spannend und ja, gucken wir mal, wie wir weiter vorankommen. Wir haben viele Blumen. Was könnten wir mit den Blumen machen? Mal schauen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, bis zur nächsten Folge von Densha. Ich freue mich schon. Dann bis dann. Ciao, ciao.